Moin Moin Seekrauts-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekrauts-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und wir haben heute wieder eine Flaschenpost für euch mit drei Themen, die ihr an der rechten Seite schon eingeblendet seht. Und wir fahren dann direkt an mit dem Geplänkel. Wir hatten davor schon mal berichtet in einer der vorherigen Ausgaben, worum es im Geplänkel-Modus geht. Ich möchte euch an dieser Stelle nur daran erinnern, dass quasi seit gestern, dem 18. Februar, die Möglichkeit besteht, jetzt auch im Clan-Bereich, ihr geht hier oben rauf auf euren Clan, seid natürlich Kommandanten oder stellvertretende Kommandanten, findet hier an der Seite den Button Seegefecht und klickt dann hier auf Teilnehmen, muss dann hier irgendwo dann stehen. Und dann seid ihr dabei, dann nehmt euer Clan teil. Ihr bekommt dann eine Aufgabe zugewiesen als Clan. Bei uns als Seacrowds mit ungefähr 16 aktiven Mitgliedern haben wir 43.400 Base XP zusammenfarmen müssen. Das war bei uns relativ schnell gemacht. Ihr als Einzelspieler könnt maximal 20.000 Base XP selber hinzufügen, also beitragen. Wenn das Ziel also höher ist, dann, wie gesagt, könnt ihr maximal 20.000 hinzufügen. Der Rest muss dann von euren Kollegen kommen, euren Kameraden im Clan. Ne? Also das wollte ich jetzt nur noch mal in Erinnerung rufen. Ihr müsst jetzt loslegen, damit ihr dann am Wochenende Öl zusammenfarmen könnt. Und selbst wenn ihr die Qualifikation nicht schaffen solltet, es gibt hier so Etappen, ja. Also kann man immer wieder als Clan auch Öl mitnehmen, selbst wenn die Qualifikation dann am Ende scheitert und das Ziel nicht komplett erreicht wird. Das nur nochmal als lieb gemeinter Hinweis. Wenn ihr mehr zu diesen Clan-Gefechten wissen wollt, also zum Geplänkel, dann schaut einfach eine der vorigen Flaschenpost-Ausgaben an. Ich werde gucken, dass ich sie nochmal verlinke und ihr dann euch da nochmal ausführlich informieren könnt. Wir haben da mehrere Minuten drüber berichtet, wie das genau vonstatten geht, was ihr mitnehmen könnt, was ihr für Aufgaben bekommt und so weiter und so fort. Kommen wir gleich zum nächsten Thema und das nächste Thema ist Great White Fleet Event. Das Great White Fleet Event ist angelehnt an einem realen Event und zwar am 16. Dezember 1907 brach eine komplett in weiß gestrichene Flotte quasi ins See. Und lief über 20 Hafenplätze weltweit an und das zeichnete sich aus, oder diese Schiffe zeichneten sich aus, eben durch einen weißen Anstrich. Und sie waren quasi so eine Art Unterhaltung, so ein Show-Effekt. Sie sind einfach von Hafen zu Hafen gefahren und lagen da längere Zeit vor Anker. Und ja, das hat halt die Bevölkerung weltweit begeistert. Und dieses Event kommt jetzt sozusagen in World of Warships zurück. Und wir haben jetzt ja, eine Teilnahmemöglichkeit und ich habe hier schon raufgedrückt, deswegen steht hier schon Glückwunsch, die nehmen an dem Angebot teil. Das Erste, was ihr tun müsst, ist, ihr geht auf den Artikel, den ich euch in der Beschreibung verlinke und ihr klickt hier auf Teilnehmen. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr schon mal die halbe Miete. Ja? Dann seht ihr, wenn ihr alles richtig gemacht habt, dass ihr in-game auch die Sierra Mike-Flagge, eine einzelne, bekommen habt. Das ist sozusagen die Bestätigung. Ja? Ab morgen dann. Und zwar wo haben wir es hier? Den 20. Februar um 6 Uhr sind diese Aufträge dann freigeschaltet bei euch im Account und ihr könnt dann in-game die Aufgaben erfüllen. Und zwar eine ganze Woche lang bis zum 27. Februar 6 Uhr ist das möglich. Die Gewinner werden dann am 1. März um 19 Uhr bekannt gegeben und da werden dann auch die Preise bis dahin ausgeschüttet. Was gibt es denn jetzt zu gewinnen? Also, erstmal, was gibt es zu erfüllen? Sobald ihr auf Teilnehmen geklickt habt, bekommt ihr schon mal einen großen Bonus. Und zwar die ganzen 7 Tage lang ist jedes Schiff, was ihr im Hafen habt, mit den doppelten EP für den ersten Sieg des Tages beschlagen oder beschenkt worden. Ja, ihr könnt quasi jeden Tag von Mittwoch bis Mittwoch immer die doppelten XP mit nach Hause nehmen. Und dann nur, weil ihr an dem Event teilnehmt. Egal, ob ihr eine Aufgabe erfüllt oder nicht. Das nächste ist eine Aufgabe, und zwar nennt die Aufgabe sich Great White Fleet und ihr müsst 15.000 Base XP in Gefechten erfarmen und das mit T5 bis T10 Schiffen. Unternehmen, Zufall, Koop und gewertete Gefechte sind möglich und ihr gewinnt dafür 3 Wargaming Zufallscontainer. Das heißt, ihr macht die Dinger auf und wir wissen gar nicht genau, was drin ist, also könnt ihr euch da mal ja, auf die Folter spannen lassen sozusagen und ja, einfach mal berichten, wenn ihr möchtet und ihr daran teilnehmt, berichtet doch einfach mal, was ihr in den Container dann gefunden habt. Nächste Aufgabe ist dann Great White Fleet Event Teil 1. Da gibt es einen zufälligen täglichen Container, auch wieder T5 bis T10. Zufall, Koop und gewertet sind möglich. Und ja, da muss man dann eben dreimal unter den einen der ersten beiden Plätze sein.
Ne? Also dreimal Erster oder Zweiter. Und wie gesagt, ist bei Koop möglich. Und das sollte dann auch für den einen oder anderen schneller und für andere eben weniger schnell möglich sein. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Einfach ein bisschen durchhalten. Und dann habt ihr schon den ersten täglichen zufälligen Container erarbeitet. Der nächste Teil ist der zweite Teil. Und da geht es darum, in Koop-Modus, ja, 40 Mal auf einen der ersten beiden Plätze in eurem Team nach erhaltenen EP zu landen. Also 40 Mal Erster oder Zweiter werden, auch eine ganze Woche für Zeit, alles in Koop-Gefechten und ihr bekommt dafür nochmal einen Wargaming-Container geschenkt. Tierstufe ist diesmal 1 bis 10. Also ihr könnt auch mit T1-Schiffen daran schon teilnehmen und habt vielleicht Glück und ja, könnt dann mit so einem Container nach Hause gehen. Vielleicht findet ihr was super Geiles da drin. Ne? Ich vermute, da ist alles Mögliche drin. Hier steht hier nicht genau, was in den Container sein kann, aber ich weiß es nicht. Also wollen wir nicht weiter mutmaßen, was da drin ist, aber es ist ja kein Themencontainer und ich vermute, da kann man mit ganz viel Glück vielleicht sogar Schiffe rausziehen. Ich weiß es nicht. Ja. Dann Great White Fleet Teil 3 erzielt in Zufall oder gewerteten Modus im Verlauf des Great White Fleet Event 25 Mal einen der ersten beiden Plätze, ja, im Team nach erhaltener EP. Also 25 Mal Erster oder Zweiter werden in Zufall oder gewerteten Gefechten. Bringt euch auch nochmal einen Wargaming-Container und das ist dann Stufe 5 bis 10 wieder nur möglich. Die ganzen Aufträge sind alle nur einmal erfüllbar und wenn man dann daran teilgenommen hat, dann muss man ja relativ häufig Erster oder Zweiter werden. Und hier gibt es dann nochmal einen On-Top-Bonus. Und zwar die 22 besten Kapitäne, die am meisten die Top-2-Platzierung hinbekommen haben, in Zufall oder gewetteten Gefechten natürlich nur, können ein Jahr Premium-Spielzeit verdienen. On-Top zu allem dem, was hier schon möglich ist. Also wenn ihr zu den 22 meisten Kapitänen gehört, die die meisten Platz 2 oder 1 Ergebnisse in dem Zeitraum vom 20. Februar bis 27. Februar erfahren haben, kriegt ihr 360 Tage Premium-Spielzeit einfach mal so geschenkt. Also kann man eigentlich nicht meckern. Ich denke, das ist ein super geiles Event, was man einfach mal so nebenbei mit durchlaufen lassen kann. Hier gibt es noch ein nettes Foto, wie ihr damals ausgesehen habt, waren amerikanische Schiffe, die damals dann von Hafen zu Hafen gefahren sind. Aber sieht schon krass aus. Gut. Und das war es zu dem Great White Fleet Event. Wie gesagt, Verlinkung kommt unten in die Beschreibung mit rein. Nächstes Thema und letzte Thema ist dann, wie bekommt ihr britische Flugzeugträger vorzeitig? Und zwar ab dem Update 081 kommen die britischen Flugzeugträger ins Spiel oder sind dann erspielbar. Aber es wird nicht mehr so sein, wie das jetzt in den letzten Events immer war, dass man einfach nur in den Store geht, sich Premium-Container kauft, mit ein bisschen Glück einen Auftrag bekommt und diesen Auftrag dann vervollständigt und schon hat man diese Schiffe im Hafen stehen. Nein, es wird ein bisschen aufwendiger werden. Man kann zwar ein bisschen was mit Dublonen nachhelfen, aber man kommt nicht bis zum T8-Flugzeugträger. Wie gehen wir jetzt genau vor? Da gehen wir jetzt kurz drauf ein. Welche Flugzeugträger könnt ihr denn ab dem Patch 081 bekommen? Und zwar ist das der 4-Träger Hermes, der T6-Träger Furious und der T8-Träger Implacable. Das sind die drei Träger, die zuerst ins Spiel integriert werden. Es gibt dann hier natürlich die besonderen Merkmale, ein großer TP-Vorrat, relativ langsame Flugzeuge, aber dafür Wendemöglichkeiten, die fast auf der Stelle sind, wenn ihr die Motorbremse quasi mitbenutzt. Ihr habt relativ viele Bomben, also eine Art Flächenbombardement ist wohl möglich. Dafür ist der Slot aber relativ groß, an kleinen Zielen fallen viele Bomben daneben. Die Raketen sind viele kleine Raketen. Die Torpedos sind nur sehr kurzlaufend. Wie der Schaden ist, dazu wird jetzt hier nicht so viel erzählt. Müssen wir dann sehen. Was ihr bei der ganzen Geschichte beachten solltet, bevor ihr da vielleicht Geld oder Dublonen für ausgebt, diese Sachen, die ihr jetzt hier seht oder die dann möglicherweise im Spiel sind, werden noch verändert. Das sind hier die Forschungsbaum-Flugzeugträger. Das bedeutet, die sind nicht final und die könnten auch erst finalisiert werden, wenn ihr sie denn gespielt habt auf dem Live-Server. Wird hier unten extra nochmal gesagt. Die Trägerbalance auch bei den britischen Flugzeugträgern wird nochmal verändert werden. Und zwar anhand der Erfahrung, die sie dann mit diesen Flugzeugträgern sammeln, während ihr sie dann auf den Live-Server spielt, wenn ihr sie dann erfahren habt. Also ein gewisses Restrisiko, dass das alles so, also ob das alles so bleibt, haben wir definitiv. Ich vermute mal, da wird sicherlich noch die eine oder andere Änderung geben müssen. Aber ja, wie kommt man jetzt eigentlich daran?
Um die Pakete mit den Flugzeugträgern erhalten zu können, müsst ihr Kronen und Florins erfahren. Ja, die könnt ihr euch teilweise kaufen, aber nicht alles davon. Und wie kommen wir denn jetzt an die Kronen? Die Kronen findet ihr in dem Event Fly Strike Win. Und da gibt es eben Direktiven, die abgeschlossen werden müssen. Dann gibt es natürlich die täglichen Reihen, also die Reihe der täglichen Kampfaufträge. Da könnt ihr Kronen erarbeiten. Und dann könnt ihr natürlich im Arsenal Dublonen ausgeben und da Kronen kaufen. Und das könnt ihr aber nur dreimal tun. Und zwar zum Preis von 2000 Dublonen für 50 Kronen. Ja, der erste Träger T4 wird 50 Kronen kosten. Der zweite 100 Kronen, bin ich der Meinung. Werden wir gleich unten nochmal sehen, bevor ich jetzt hier weiter mutmaße. Wie kommt ihr an die Florins? Aus den Containern der Luftversorgungscontainern, die ihr dann eben für die Direktiven bekommt. Und ihr könnt diese auch in Premium-Containern im Laden kaufen. Ja, bekommt ihr die Florins. Und darüber hinaus natürlich in täglichen Aufträgen. Ja, also das ganze Paket. Ob nur das Event mit den Direktiven, ob nur tägliche Aufträge oder eben im Premium Store. Da könnt ihr überall dafür Geld ausgeben, zum Beispiel halt auch. Und dann diese Florins damit rausholen. Wie die dann droppen, in welcher Größenordnung, keine Ahnung, müssen wir dann sehen. Es wird, wie eben schon gesagt, wieder ein neues Event geben, auch wieder mit diesen Direktiven. 3 Updates, 4 Stages, also jede Stage ist eine Woche. Und jede Woche hat 4 Direktiven und in jeder Direktive gibt es 6 bis 8 Kampf- oder wirtschaftliche oder ökonomische Missionen. Und die sind dann auch wieder so verfügbar, wie ihr es jetzt schon kennt. Es gibt den ersten Tag, da gibt die erste Aufgabe, am zweiten Tag die zweite, am dritten Tag die vierte Direktive und so weiter und so fort. Und die bleiben dann auch erhalten, bis der Zeitraum abgelaufen ist von einer Woche. Und dann gibt es eben die nächste Stage. Ja, und dann wieder die Direktiven, die dann nach und nach erscheinen und so weiter. Also wenn ihr erst am Sonntag zum Beispiel einsteigt, könnt ihr trotzdem alle 4 Direktiven noch erfüllen. Ihr müsst die nicht, die sind nicht nur einen Tag gültig, sondern halt immer eine ganze Woche, droppen aber alle nacheinander, werden sie dann verfügbar gemacht. Um an dem Event teilnehmen zu können, müsst ihr die Wehrpassstufe 12 haben und sie ist nur erfüllbar mit Schiffen der Stufe 4 bis 10 in Zufall, Koop, Gefechten und natürlich in einigen Unternehmen. Dann, wenn ihr diese 4 Direktiven fertig habt, dann kommt ihr natürlich auch wieder in diese Ruhmeshalle-Geschichte. Das ist ja jede Woche so. Wenn ihr mit den 4 Direktiven durch seid, könnt ihr die Ruhmeshalle besteigen oder wie auch immer da einsteigen, richtig Gas geben, Tarnung und World of Warships Premium-Konto erfahren. Ne? Was kann in den verschiedenen Event-Containern jetzt drin sein? Ich hatte es ja erwähnt, ihr könnt euch die entweder in den Direktiven erfahren, das ist der Standard-Container, oder dann eben die Premium-Container auch erkaufen, im Premium-Store zum Beispiel. Und da gucken wir uns das da einmal mal an. Das hier ist der Standard-Container. Ihr seht hier oben eine besondere Lackierung. Dann gibt es natürlich die Union Jack-Lackierung, ein Gegenstand aus der Sammlung. Dann gibt es hier 50 von diesen, was ist denn das? Florins sind das, glaube ich. Und dann gibt es eine... Dann gibt es ein bisschen, mit ein bisschen Glück, auch ein Schiff. Und zwar könnt ihr 4 Schiffe bekommen, aber das sind nicht die Flugzeugträger. Nämlich, es ist die Edinburgh T8, voll ausgebaut, also schon mit allen Modulen, die das Schiff bietet. Dann gibt es die Hood of T7, die Duke of York of T7 und die Vanguard. Das sind dann 3 Premium-Schiffe, die da möglich sind. Ne? Wie gesagt, 50 Florins und ein Element aus der Sammlung Marinefliegerei. Wenn ihr die Premium-Variante nehmt, dann bekommt ihr natürlich mehr, ja, und zwar mehr Spezialflaggen, Hydra, Leviathan, Drache, Roter Drache, Wavern, Skylla, Ouroboros und 9 Verbrauchsmaterialien vom Tarnmuster Union Jack. Außerdem bekommt ihr mehr Florins, nämlich 100 statt 50 und ihr habt eine höhere Drop-Chance für diese 4 Schiffe, die ich euch eben da schon genannt habe. So, das ist das, was man zu den Event-Containern sagen kann. Wichtig ist, dass diese Kampfaufträge, die ihr da bekommt, also diese für das Schiff, Edinburgh, Hood, Vanguard oder Duke of York, die bleiben bis zum 31. Mai auf eurem Account verfügbar. Also bis dahin müsst ihr die Aufgabe dann erfahren haben. Die Regeln sind einfach. Wenn ihr so eine Aufgabe bekommt, müsst ihr 5000 XP in Zufall gewertet und Koop-Gefechten auf T5 bis T10 Schiffen erfahren und schon kommen diese Schiffe inklusive Hafenslot mit einem Dreierkapitän in euren Hafen und ja, dann könnt ihr da richtig mit lossegeln, wenn ihr denn fleißig wart vorher sozusagen. Ne?
Es wird eine neue Kategorie im Arsenal geben. Und jetzt kommen wir langsam aber sicher zu den Paketen und die Preise, die Wargaming dafür veranschlagen wird, nämlich in Form von Kronen und Florins. Und zwar wird es Pakete geben. Es wird nicht nur die Träger einzeln geben, sondern sozusagen auch immer noch Signalflaggen dazu. Und ja, wie gesagt, mit Batch 081 geht es halt richtig los. Und wir haben jetzt hier dann drei Pakete, die für Kronen und Florins verfügbar sind. Die Paket Nummer 1 ist der T4-Träger. Und der nennt sich Hermes. Und dafür benötigt ihr 50 Kronen und 400 Florins. Und bekommt dann den Träger Hermes, einen Kapitän mit drei Fertigkeitspunkten, einen Tag World of Warships Premium-Spielzeit. Und dann haben wir Spezialflaggen, Basilisk, Hyder, Leviathan, Roter Drache und so weiter. Ihr kennt das. Und fünf der folgenden Kampfsignale. India Delta, India Yankee. Also Brandwahrscheinlichkeit ist das, glaube ich, alles. Dann gibt es natürlich Reparaturmannschaft. Also alles Mögliche einfach. Lestet euch einfach durch. 1000 Kohle ist dann da auch noch gleich mit dabei. Ne? Wichtig ist zu erwähnen, Entschuldigung, ich habe jetzt hier in der falschen Reihe geguckt. Also da sind 500 Kohle dabei und in dem nächsten Paket sind 1000 Kohle und im 8er Flugzeugträger sind sogar 4000 Kohle. Und auch immer ein bisschen mehr, paar Tage mehr Primo-Spielzeit. Hier ist dann sogar ein Kapitän mit 6 Fertigkeitspunkten, da unten sogar einer mit 10. Also da gibt es richtig, auf den Kopf sozusagen, was euch da zur Verfügung gestellt wird. Weil ihr die Kronen ja auch alle in-game erspielen könnt, ja. Also ihr müsst sie nicht im Store kaufen oder Dublonen dafür ausgeben. Das ist dann halt nur für diejenigen, die nicht abwarten können. Also so einer wie mich zum Beispiel. wie gesagt, 50 Kronen für den ersten Träger und 400 Florins. Für den zweiten Träger 100 Kronen und 1000 Florins und für den dritten Träger dann 150 Kronen und 2500 Florins sind dafür notwendig. Jetzt hattet ihr vorhin schon mitbekommen, ihr könnt maximal 3x 50 Florins kaufen. Das heißt, ihr könnt also Entschuldigung, für 3x 50 Kronen könnt ihr nur kaufen und damit habt ihr nur die Möglichkeit, den T4 und T6 Träger sozusagen käuflich zu beschleunigen, wenn man dazu sagen möchte. Den 8er Träger müsst ihr euch erarbeiten. Und da finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, weil auch nur die aktiven Spieler dann damit belohnt werden und man nicht einfach nur hier Geld rausschmeißt und zack hat man diese Schiffe im Hafen. Ich fand das ein bisschen einfach in der Vergangenheit, sage ich es mal. In dem Sinne finde ich es, im Sinne von Wargaming und der Community, finde ich es ziemlich cool, dass sie jetzt auch sagen, okay, ihr müsst ein bisschen mehr dafür tun, als einfach nur ein bisschen Geld bei uns lassen, sondern ihr müsst auch wirklich ein bisschen aktiv hier mit den Leuten fahren, damit ihr ja diese Kronen eben erarbeiten können, zum Beispiel, um dann den T8er Träger auch zu bekommen. Dann gibt es aber auch noch weitere Pakete, nämlich ihr könnt die Florins, die ihr überall bekommt, natürlich auch noch für andere Sachen ausgeben, also für Union Jack Lackierung, für Creditpunkte. Ihr könnt hier alle möglichen Signalflagge für Florins bekommen. Ja, Primo-Spielzeit hatte ich glaube ich schon gesagt. Also dann gibt es natürlich auch noch einen Tauschwert und zwar könnt ihr 5 Kronen gegen 40 Florins tauschen und das ist nur im Verlauf der vierten Woche möglich von Update 081 und ihr könnt für 2000 Dublonen 50 Kronen bekommen. Das ist aber nur dreimal möglich in der ganzen Geschichte. Ne? Hier unten ist das dann alles nochmal zusammengefasst als Grafik und hier steht es dann nochmal, wie gesagt, 5 Kronen wären 40 Florins und 2000 Dublonen wären 50 Kronen. Also so ist der Kaufkurs, so kann man das sagen. Mit der Veröffentlichung von Update 082, also dann Ende März, ja, werden die verbleibenden Kronen automatisch im Verhältnis von 1:8 in Florins umgetauscht und mit dem Update nochmal einen Monat später, Ende April, gehen dann alle Florins und alle ungeöffneten Container, einschließlich der ungeöffneten Container der Luftversorgung mit einer Rate von 1:4000 Creditpunkte umgewandelt. Damit ist das auch abgefrühstückter Thema. Und dann haben wir hier nochmal ein paar Bilder zum Arsenal. Ja, ihr seht jetzt hier oben die Träger. Und hier ist das Bündel Nummer 3. Hier ist das Bündel Nummer 2. Und hier ist das Bündel Nummer 1, also die Hermes. Ganz, ganz wichtig bei der ganzen Geschichte zu erwähnen, das habe ich eben noch nicht gesagt. Also ganz, 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 ganz wichtig ist, ihr könnt jetzt nicht sagen, ich spare mir die Kronen auf und nehme gleich die Implacable. Ihr müsst erst Paket 1 erwerben, nämlich die Hermes. Dann könnt ihr Paket 2 erwerben, die Furious. Und erst dann könnt ihr Paket 3 erwerben.
Ja, ihr könnt also nicht sagen, die beiden lasse ich links liegen und gehe gleich auf T8. Das funktioniert nicht. Also heißt es, arbeiten, 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 Schiffe versenken und raus damit auf die Weltmeere mit euch und dann könnt ihr da ein bisschen Gas geben. Dann kommen wir noch zum letzten Punkt in diesem Thema, wie ihr die britischen Träger sozusagen vorzeitig bekommt. So habe ich das Thema jetzt mal genannt, weil darum geht es ja hauptsächlich. Nebenbei gibt es auch noch eine Sammlung. Ja, gerade schon erwähnt, dass ihr Sammlungsgegenstände aus den Containern bekommt. Und diese Sammlung wird dauerhaft sein. Marinefliegerei heißt sie und besteht dann aus verschiedenen Flugzeugen. Hier haben wir dann nochmal andere Flugzeuge. Dann haben wir hier Bodeneinweiser. Dann gibt es noch ein paar Abzeichen von Flugzeugträgern. Also das ganze Ding könnt ihr dann sammeln. Ihr seht, es sind 4 Seiten, A4 Gegenstände, die ihr da sammeln müsst. Und als Belohnung bekommt ihr dann ihr bei britischen Schiffen ein alternatives Farbschema und für Tarnmuster. So kann man das sagen. Also ihr könnt quasi die Farben wahrscheinlich dann wechseln. Ne? Also außerdem gibt es eine permanente Flagge für den britischen Stufe 8 Flugzeugträger Emplaceable und ein alternatives Farbschema für die Commonwealth-Schiffe und 2 Flaggen für britische Flugzeugträger. Das ist also alles da drin und deswegen ist das halt eine dauerhafte Sammlung, die kann man mal nebenbei irgendwann fertig machen. Ja, sie droppen nicht nur aus diesen Luftversorgungscontainer, sondern auch aus den Standardcontainern, die ihr dann täglich bekommen könnt, wenn ihr dann halt auf Zufallcontainer klickt, glaube ich, ist das hauptsächlich so. Na, und auch da gibt es dann halt wieder einen Wechselkurs. Ihr könnt Duplikate gegen fehlende Gegenstände aus der Sammlung Marinefliegerei im Verhältnis 5:1 tauschen. Das heißt, ihr habt 5 Duplikate, bekommt dann einen Gegenstand, den ihr noch nicht habt. Ich lege euch gleich wieder ans Herz, wenn ihr so eine Sammlung habt, dann wartet immer bis ganz zum Schluss. Also wenn euch 5 Gegenstände fehlen, dann braucht ihr 25 Duplikate. Ja, nutzt die Duplikate nicht schon vorher, weil das natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ihr wieder Duplikate bekommt. Ne? Ist, denke ich, ganz logisch. Deswegen immer bis zum Schluss warten, bis ihr genug Duplikate zusammen habt, um sofort eure Sammlung dann fertig zu machen. Ja, und dann kann man hier noch weitere Sachen sehen. Also wenn man Duplikate übrig behält, werden die danach, nachdem die Sammlung abgeschlossen ist, mit 15.000 Credits umgewandelt. So, und ich denke, jetzt haben wir das ganze Thema hier abgerundet. Das ist wieder so komplex gewesen, dass ich teilweise selber nochmal im Video nachlesen muss. Ich glaube, ich habe es mitbekommen. Ich will aber auch nichts Falsches sagen, deswegen gucke ich dann lieber nochmal nach, bevor ich jetzt einfach irgendwie sage, ach, so erinnere ich mich und ihr sagt mir dann nachher unter dem Video, steht doch da ganz anders, du Idiot. Ja, mach's richtig, wenn du schon was machst. Nein, deswegen habe ich es so gemacht. Ich hoffe, das ist so in Ordnung für euch. Wenn euch die Flaschenpost wieder geholfen hat, sage ich, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, gerne auch ein Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Empfehlt uns gerne, gerne weiter, das ist immer das Beste. Mundpropaganda, wie das so schön heißt, das hilft mir mehr als jede Werbung oder wie auch immer, irgendwie einen Post bei Facebook oder im Forum. Da freue ich mich, wenn ihr uns dann sogar weiterempfehlt. Ne? Und deswegen, ja, konstruktives Feedback ist natürlich auch erwünscht. Habt ihr irgendwas zu meckern oder auch zu loben? Ja, Feedback ist ja, konstruktives Feedback ist ja auch, kann ja auch positiv sein. Schreibt es mir bitte in die Kommentare unter dieses Video. Und sonst, ja, wünsche ich euch eine schöne Zeit in World of Warships. Bis zum nächsten Video hier auf dem Seacrouds-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Haut rein, bis dahin, euer Seacrouds-Team, euer Macher. Ahoi!